Kennst du diese Online-Gurus, die dir erzählen, wie du 10.000, 20.000 oder 100.000 Euro pro Monat machst? Vielleicht hast du so eine Werbeanzeige auch vor diesem Video gesehen. Warum die Quatsch ist, erkläre ich dir in diesem Video. Hi, mein Name ist Melcher von der Conte Steuerberatung und wahrscheinlich kennst du diese Leute, die dir auf Instagram, YouTube, Facebook oder wo auch immer versprechen, dass du 10.000, 20.000 oder 100.000 Euro im Monat machst. Das wirkt immer ein bisschen dubios und eigenartig. Was daran falsch ist in der Berechnung und was eigentlich Euro machen heißt, das schauen wir uns in diesem Video ein bisschen genauer an. Einsteigen wollen wir mit dem ganzen Thema Umsatz versus Gewinn. Die Unterscheidung zwischen Umsatz und Gewinn ist sehr, sehr wichtig. Und zwar ist der Umsatz, nennt man übrigens auch Einnahmen, das ist das ganze Geld, was du irgendwann bekommst. Das heißt, es ist alles, was dir irgendwie zufließt oder was du in Rechnung stellst. Das ist erstmal der große Betrag, der in so einer Gewinnermittlung ganz oben steht. Das ist einfach alles Geld, was du irgendwann mal bekommen hast. Aber das ist natürlich nicht das Geld, was für dich übrig bleibt am Ende. Denn du musst natürlich auch Investitionen tätigen, hast gewisse Ausgaben, um diesen Umsatz zu erwirtschaften. Du hast eine große, lange Liste, manchmal ist sie ein bisschen kürzer, von Betriebsausgaben. Auch die Online-Gurus haben natürlich Betriebsausgaben. Denn Facebook, Google, Instagram, YouTube und so weiter, die zeigen dir diese Werbeanzeigen ja nicht, weil sie davon inhaltlich überzeugt sind und das einfach gerne machen, sondern weil dieser Online-Guru dafür bezahlt. Das heißt, sie haben Werbekosten. Es ist relativ einfach, 10.000 Euro zu machen, wenn du 15.000 Euro Werbekosten dafür ausgibst. Problem ist nur, wenn du ganz oben 10.000 Euro Umsatz stehen hast und dann 15.000 Euro Werbekosten hast, machst du halt ganz unten einen Verlust von 5.000 Euro. Du kannst dich aber in ein Video hinstellen und sagen, du hast 10.000 Euro gemacht. Ehrlich, das ist keine besonders große Leistung. Auch du für deine Gewinnermittlung musst dir überlegen, was ist dein Umsatz, ziehst denn davon alle Betriebsausgaben ab und hast dann am Ende den Gewinn. Und dieser Gewinn heißt auch Einkommen. Auch das Finanzamt interessiert sich nur für den Gewinn. Das Einkommensteuergesetz heißt schließlich Einkommensteuergesetz und nicht Einnahmensteuergesetz. Wenn du dich auf eins verlassen kannst, das Finanzamt versucht sich wirklich Geld zu holen, wo es auch kann. Das Finanzamt, wie ich gesagt, interessiert sich nur fürs Einkommen, die Online-Gurus eher so für die Einnahmen. Deutlich unseriöser als das Finanzamt. Um die Berechnung des Umsatzes und des Gewinns richtig zu machen, musst du wissen, wie du deinen Gewinn oder deinen Umsatz ermitteln musst. Das heißt, wie berechnest du das eigentlich? Da gibt es in Deutschland zwei unterschiedliche Gewinnermittlungsarten. Die erste Gewinnermittlungsart, die ist insbesondere für kleine Selbstständige und Unternehmen da. Das ist die Einnahmenüberschussrechnung. Die ist relevant für Freiberufler und auch für Gewerbetreibende, wenn sie unter einer gewissen Umsatz- oder Gewinngrenze sind. Diese Selbstständigen müssen eine Einnahmenüberschussrechnung machen. Und da gilt das Zufluss-Abfluss-Prinzip. Da gilt ein Umsatz erst dann als Umsatz, wenn du das Geld bekommen hast, wenn es wirklich deinem Konto gut geschrieben wurde. Auch eine Ausgabe gilt dann erst als Ausgabe, wenn das Geld von deinem Konto abgegangen ist. Wenn du zum Beispiel eine Rechnung schreibst und die wird nie bezahlt, dann machst du diesen Umsatz auch nie. Und genauso ist es auf der Kostenseite, wenn du eine Rechnung bekommst, die du nie bezahlst, dann hast du auch nie diese Kosten. Zumindest, wenn du eine Einnahmeüberschussrechnung erstellst. Die zweite große Gewinnermittlungsart ist die Bilanzierung, die doppelte Buchhaltung. Das heißt, da musst du eine Gewinn- und Verlustrechnung erstellen. Viele Begriffe sagen unterm Strich alle das Gleiche. Das ist insbesondere für größere Unternehmen da. Alle großen Unternehmen, die dir so einfallen, Siemens, Volkswagen, Allianz und so weiter, die müssen alle bilanzieren. Da gilt nicht der Zahlungszeitpunkt, sondern der Zeitpunkt der Leistung bzw. des Rechnungsdatums. Wenn Siemens zum Beispiel eine Rechnung schreibt, dann ist ab dem Zeitpunkt der Rechnungsstellung und der Leistung schon der Umsatz gemacht. Dann haben sie halt eine Forderung. Und da ist dann das Überweisen des Betrags gewinnneutral. Das heißt, das ändert dann nichts mehr an deinem Umsatz. Da gilt also immer der Zeitpunkt, wann die Rechnung gestellt wurde bzw. die Leistung ausgeführt wurde. Auch das gilt natürlich für die Kostenseite. Da ist immer entscheidend, wann wurde eigentlich die Leistung erbracht. Für einige Online-Gurus scheint auch noch eine dritte Gewinnermittlungsart zu existieren. Und zwar reden ganz viele von diesen Online-Coaches von geclosedem Umsatz. Sie rechnen den Umsatz zusammen, den sie gerade zur Vertragsunterschrift gebracht haben. Um euch ein Beispiel zu nennen. Ich bin Dienstleister, ich bin Berater, ich verkaufe irgendein Paket aus Beratungen, Zoom-Calls und Videos und berechne dafür 1.000 Euro im Monat. Jetzt habe ich einen Kunden, der möchte das gerne haben, den habe ich irgendwie dazu gebracht, jetzt zu unterschreiben und der verpflichtet sich jetzt 12 Monate, das zu buchen. Nach Online-Guru-Logik sind das jetzt 12 Monate mal 1.000 Euro, 12.000 Euro. Das heißt, ich habe 12.000 Euro geclosed. Und schon kann ich mich ins Internet stellen und sagen, ich habe 12.000 Euro.
gemacht. Das Problem ist, diese Gewinnermittlung, die passt so gar nicht. Erstens reden wir immer noch über Umsatz und nicht über Gewinn. Niemand interessiert sich für Umsatz. Der zweite Punkt ist, diese Leistung muss erst noch erbracht werden in der Zukunft. Das heißt, auch da ist vielleicht wahnsinnig viel Arbeit dahinter. Es berücksichtigt auch überhaupt nicht, dass der Kunde eventuell nach 3 Monaten super unzufrieden ist und wieder kündigt und einfach nicht mehr bezahlt. Nach egal welcher Gewinnermittlungsart hast du niemals in dieser Situation 12.000 Euro gemacht. Deswegen lass dich bitte nicht verarschen bei diesen Werbeanzeigen. Dieser Umsatz wurde ganz selten schon gemacht. Ich hoffe, dieses Video bewahrt dich davor, auf Online-Gurus reinzufallen oder bewahrt dich vor schlechter Laune, weil du noch keine 100.000 Euro Umsatz machst. Wenn du seriös selbstständig sein möchtest oder vielleicht gerade gründen möchtest oder es vielleicht schon bist, dann solltest du dich mit dem Thema Steuern beschäftigen. Auf diesem Kanal veröffentlichen wir regelmäßig Videos über Steuern, speziell für Freiberufler und Selbstständige. Schau sie dir gerne an und falls du eine Frage hast, die wir noch nicht beantwortet haben, dann kannst du gerne dieses Video oder eins unserer anderen Videos kommentieren und deine Frage stellen. Gerne mit dem Hashtag Steuerfrage. Unter allen Kommentatoren verlosen wir jeden Sonntag dieses tolle Überraschungspaket. Das heißt, wenn du einen Kommentar schreibst mit dem Hashtag, sicherst du dir die Chance, dieses Paket zu gewinnen. Abonnier doch auch diesen Kanal oder schau eins unserer nächsten Videos an, die du dann gerne kommentieren kannst. Zum Beispiel dieses hier oder dieses hier. Dieses... Toll. Ich weiß auch echt...